Es ist halt immer wieder eine kleine Herausforderung, immer zu warten, bis der Kleine wirklich schläft und man so ein bisschen Zeit hat, um sich fertig zu machen, ein bisschen in den Alltag zu starten. Ich habe zum Glück schon gefrühstückt und das ist schon ein Wunder um 14 Uhr. Mal so, die Tage sind jeden Tag unterschiedlich, aber genau dafür ist es ja da. Das Wochenbett ist ja dafür da, dass man eingroovt, dass man sich kennenlernt, dass man irgendwie einen leichten Tagesablauf vielleicht nochmal bekommt. Arbeit läuft. Komme ich jetzt langsam ins Abpump-Game rein. Ist ganz gut. Let go. Wissen, wie so mein Alltag aussieht mit einem Neugeborenen. Was ich so jeden Tag mache, was ich so die meiste Zeit mache. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich hatte echt ein paar Nachrichten, warum ich denn abpumpen will.